Leute, herzlich willkommen auf den Stunner Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Ihr seht auch, wir spielen gegen Dortmund und Dortmund ist aktuell Platz 5, also letzter. Fragt mich bitte nicht, warum hier nur 5. Ah, okay, jetzt sind hier mehr. Also ist nicht letzter, aber von dem her, was man sieht, ist er letzter. Auf jeden Fall, ja, spielen wir heute wieder FIFA und wir spielen auch gegen Borussia Dortmund. Ich hoffe, wir werden gewinnen. Beim letzten Spiel habe ich leider ein bisschen verloren. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall machbar sein, heute einen Win zu kriegen. Mal sehen. Die Bedingungen sind trotzdem relativ gut. Wolfuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder ihre Kommentatoren. Und jetzt vielleicht. Ja, das wäre das Tor gewesen. Aber es ist abseits. Schade. Ich glaube, das ist auch die korrekte Entscheidung, auch wenn sie es erstmal nicht fassen können. Ja, immer wieder die Rufe der. Und das ist ein Tor. Nice, nice, nice. War ein schönes Tor. Wir gucken uns das nochmal an. Herrlich, wie er den trifft. Nahezu perfekt. Da gibt es kaum was auszusetzen. Ach, da gibt es nichts auszusetzen. Das war ein Kracher. Unhaltbar. Ja. Let's go. 110 Tore in 28 Partien. Das ist wirklich ein Weltrekord. Dortmund ist hinten. Mal sehen, wie schnell sie sich von diesem Tor erholen. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Mist. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Ja, ich laufe jetzt nicht mehr mit, habe ich mir entschieden. Gutes Tackling. Damit ich Ding spare. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Energy. Ich gebe rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Tammy Abraham heißt der Torschütze. Ja, toller gegen Gladbach Abschluss. Haben die ein Tor geschossen. Wir spielen übrigens im nächsten Spiel gegen die, aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, denn ich spiele das wieder offscreen. Und ja, ne? Dann seht ihr das nicht. Oh, da ist er durch. Noch ist die Chance da. Was? Das müssen sie besser machen. Hä, wie soll die Abwehr ins Tor rennen? So gar nicht erst zulassen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse. Probiert. Ja gut, die Abwehr ist halt einfach hinten geblieben. Ne? Dann die nächste Chance und die wird genutzt. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jetzt können sie es machen. Das 3:0. Der ist heute nicht zu halten. Ah, wenn ich jetzt noch zwei weitere Tore schieße, machen wir noch das FC Bayern Spiel einfach. Guter Spielaufbau jetzt. Oh, viel Platz jetzt. Stark gemacht. Hätte gefährlich werden können, aber ah, ich wollte noch schießen. Ich hätte es auch noch geschafft, aber war zu langsam. Ja, war gut auf und hat den Ball. Im Spiel von Freiburg ist ein Tor gefallen. Wir geben kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für den SC Freiburg. Neuer Spielstand damit 1:0. 17 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für dieses Update. Komm halt den Ball. Der BVB enttäuscht uns in diesem Jahr doch ziemlich. Ich habe auch gedacht, irgendwann kommt doch das große Aufbäumen. Aber nix da. Das war gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Machen die erstmal sich über BVB lächerlich, okay. Machen sie jetzt gut, aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Aua. Ah, Niklas Süle hat wenig Platz. Jetzt sind sie am Ball. Ja, schieß, komm, schieß. Die Chance hier. Ja, und das ist das 4:0. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach auswechseln. Und ja, simulieren praktisch den anderen Rest, weil dann können wir zwei Spiele machen. Das mache ich nämlich offscreen auch die ganze Zeit. Ich spiele immer, bis ich 4 Tore habe. Und ja, ihr seht es schon, es haben sich noch 2 weitere Tore hier gebildet. Und ja, FC Bayern hat 5:1 gewonnen. Ey, what?
Entweder ist jetzt schon das Bayern-Spiel. Nee, das Bayern-Spiel war doch schon. Bin ich jetzt komplett lost? War das Bayern-Spiel schon? Ja. Oh. Bayern-Spiel war schon. Egal, dann spielen wir auch noch gegen Union Berlin. Auch ganz nice. Und wir haben jetzt, glaube ich, sogar wieder Energy. Genau, wir haben jetzt. Ich bin eine 83, ja. Schmeckt schon, ne? Diesmal haben wir gegen Bayern, gegen Dortmund. Wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn er wird die Karriere beenden und steht. Ah, er beendet die Karriere. Also viele beenden die Karriere, merke ich gerade. Also ganz viele gehen hier weg. Ich bin auch bald weg. Ich weiß gar nicht, ab wann man dann praktisch weggeht. Ich glaube, man wird auch Trainer oder sowas irgendwann, ne? Oder kann man, ja, keine Ahnung. Also wenn die Fußballkarriere auf jeden Fall hier zu Ende ist, weil irgendwann gibt es ja wahrscheinlich so einen Button, dass du dann deine, dass du die Karriere beendest, dass dann mache ich Manager. Oder ich könnte auch Torwart. Oh, perfekt. Könnte ich nämlich auch dann Torwart-Karriere machen. Leverkusen im Rückstand, jetzt müssen sie reagieren. Wow. So, kurz rüber ins Studio, denn es gibt Neuigkeiten zum Spiel im Deutsche Bank Park. Ein Treffer ist gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Freiburg. Neuer Spielstand, damit 1:0. 4 Minuten sind gespielt. Danke für das Update. So. Er hat natürlich in den letzten Tagen vor diesem Spiel Schlagzeilen gemacht, weil er aufs Karriereende zugeht. Hat er ja jetzt bestätigt, am Ende dieser Saison geht er in Rente. Ja, oh, jetzt haben sie die. Was Chance. Ist der denn für ein Sch. Ich sag's nicht. So weiter, der knappe ist ja kinderfreundlich hier. Ja, komm, halt den Ball. Ey, die sind hier alle zu blöd, diese Kackspieler hier in dieser Mannschaft. Weg. Oh, wie kann man denn nur so blöd sein? Du siehst doch, dass da einer hinter dir ist. Ja, Junge, der ist genau dann da reingelaufen. Was soll ich denn da machen, Junge? Komm, werf. Na ja, gut, das war jetzt mein Fehler. Junge, er schießt gegen diesen Spieler. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Oh, viel Platz jetzt. Bam. Jetzt wird's hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer. Oh, müsst ihr jetzt weinen, ihr blöden Union Berlin-Spieler. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Puh. Ups. Ja, das war auch nicht mit Absicht tatsächlich. Ja, ja. Ich hab's verstanden, Kommentator. Komm, gib mir den Ball. Tor. Das ist wohl die Führung, ne, würde ich mal sagen. Wir sehen sie in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufbauen. Wer, warum hat ein Britz jetzt ein Tor geschossen? Ich war das doch. Im Signal Iduna Park passiert was, es ist ein Tor gefallen, im Studio gibt es alle Infos für uns. Wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Neuer Spielstand damit 1:0. 24 Minuten sind hier gespielt. Danke für dieses kurze Update. Und jetzt ist der Ball. Boah, man kann hier nicht mal den Ball andingsen. Na, der kommt gut. Aber was Zählbares kommt am Ende dann. Oh, schön. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Kammerwinger führt die Ecke aus. Man kann den Ball nicht dingsen. Man darf den nicht abfragen hier. Ihr wisst, was ich meine. Seguin.
Sie gehen dazwischen. Leverkusen mit dem. Oh, Junge, ich hab doch den Ball nur geklaut, Junge. Jetzt darf er sich aber gar nichts mehr erlauben. Ja, das war hier schon ganz, ganz eng und er ist dumm, dass er da so reingeht, obwohl er verwarnt ist. Ja, du bist auch dumm. Koman. Wirtz. Junge, wie kann er denn den Ball noch kriegen? Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Chance für den Konter jetzt. Und jetzt ein Freistoß. Ja, natürlich. Das ist rot. Ja, dann hätte das halt auch eine Frau, ne? Was will man da erwarten bei einer Frau? Jetzt bin ich gesperrt für das nächste Spiel. Toll gemacht. Nee, das simuliere ich jetzt hier auch. Wenn wir jetzt verlieren, ist nicht mein Problem. Bitte gewinnen. Ihr seid eh schlecht, ihr werdet nicht gewinnen, ne? Jetzt gibt es kein Spiel mehr, glaube ich. Warum bin ich denn jetzt Auswechselspieler? Hä? Ah doch, hier, wir spielen doch mal gegen Napoli. Okay, okay, okay. Ja, zu viele Karten, schön. Tschüss, so. Ja, gegen Köln kann ich jetzt ja auch nicht mehr spielen, so, Schnellsimulation. Ja, haben wir sogar gewonnen, perfekt. Gut gemacht. So, und das zweite Spiel gegen Napoli Dingsbums mache ich jetzt einfach mal kurz. Offscreen. Ja, ihr werdet, ich mache jetzt hier kurz einen Cut und dann spiele ich hier dieses Spiel nochmal. Ja, da werde ich jetzt eh gewinnen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das eben kurz hier fertig gespielt habe. Und dann zeige ich euch eben den Endstand. So, da bin ich wieder und ihr seht schon, wir haben natürlich gewonnen. 7-2, also gesamt ist es 7-2 und ja, war ein nice Spiel. Hab ich gut gespielt, die ganzen Tore. Ja, nice, nice. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Halbfinale. Im Finale meine ich. Normalerweise müsste es dann nach Finale geben. Und die Bundesliga, die geht auch nicht mehr lang. Ich hoffe mal, ich verpasse die nicht, weil ich will natürlich noch mit euch dies hier ansehen. Ihr seht schon, hier gibt es nämlich ein Spiel. Ich weiß nicht, es könnte aber sein, dass im Laufe der Woche, also in dieser Woche nochmal ein Video von FIFA 23 geben wird. Wegen dem Finale, ne? Genau. Ne? Also hier gibt es nur noch zwei Spiele. Und ich glaube, dann ist sogar die Bundesliga schon vorbei, ne? Weil ein Spiel, dann ist, glaube ich, dann wird entschieden, wer Meister wird in der Champions League. Ich denke mal ich, weil man kann hier auf jeden Fall sehen, ich bin ja auf jeden Fall der Beste hier. Genau, hier Finale. Und das gibt es dann am 27. Mai 2028. Ja, das ist schlecht für Napoli, ne? Wir haben die einfach 7-2 rausgeschallert, ey. So, das Finale, das wird dann entschieden. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde das so machen. Ja, ich glaube, ich mache einfach jetzt nochmal kurz das Spiel und dann nochmal das andere Spiel und dann sehen wir, ob wir Meister werden oder nicht. Ich habe jetzt irgendwie voll Bock, noch weiter zu spielen. Das heißt, ich mache wahrscheinlich direkt diese Season jetzt hier noch zu Ende mit diesem Video. Oh, jetzt seht ihr hier zum einen, dass ich, es freut mich, dir mitteilen zu können, dass du für den Deutschland-Kader ausgewählt wurdest. Das heißt, ich spiele jetzt auch wieder bei Deutschland mit. Zudem haben wir jetzt hier dieses Finalspiel. Ich kann dieses Finalspiel aber nicht für euch dingsen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob die Bundesliga jetzt zu Ende ist. DFB-Pokalspieler gekürt. Spieler des Turniers. Aha. Olympia. FC Arsenal verliert das spannende Duell im UEFA-Europa League-Finale. Vereins. So. Ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, ist noch nicht zu Ende.
guck mal kurz. Season. Nee. Es geht hier tatsächlich mit den Ländern noch irgendwie weiter. Leute, ist auch egal. Anscheinend geht die Bundesliga noch weiter. Wir spielen jetzt erstmal hier dieses Finale und ich zeige euch einfach am Ende dann das, ja. So Leute, ihr seht es. Ihr seht es. Ich habe gewonnen. Ich bin der Meister. Ihr seht die ganzen Tore, die ich geschossen habe. Die Abby hat auch 3 Tore geschossen. War sehr, sehr nice. Ich mute mich jetzt und ihr könnt einfach den Kommentator hören. Und wir sehen das noch einmal, wie riesig die Freude ist. Sie gehen alle vollkommen aus sich raus. Das ist genau das, was passiert, wenn ein Lebenstraum in Erfüllung geht. Das können wir hier wunderschön beobachten. So, wir sehen schon, ne? Können es kaum mehr erwarten. Sie wollen natürlich den Pokal haben. Sie wollen ihn in den Händen halten. Sie wollen Konfetti. Regen, Feuerfontänen, alles, was ihr habt, an Partygedöns. Ach, ich mag das einfach. Da ist er, der Pott der UEFA Champions League. Egal, wie lange du im Geschäft bist, egal, was du schon alles mitgemacht hast, das hier ist besonders. Ja, das ist ein sehr, sehr besonderer Moment. Und diese Mannschaft wird in die Geschichte eingehen. Jeder einzelne Spieler wird in die Geschichte eingehen. Nicht vergessen. Kann Das Ding bleibt für immer. Also, auf den Torhüter geachtet, wie der da rechts tanzt. Oh Gott, das ist ein großer Trainer. Auch in diesem Jahr waren die Fans dieser Mannschaft ein elementarer Bestandteil für den Erfolg. Weil jeder einzelne Fan, der auch Champions-League-Sieger geworden ist. Ja, und ich finde es wirklich wichtig, dass sie da jetzt auch rübergehen, dass sie die Anhänger teilhaben. Das gehört dazu. Die gehören dazu. Punkt. Ende. Aus dem Maus. Hier nochmal der Blick auf den aktuellen Champions League-Sieg. Ja, Leute. Das war die Meisterschaft vom Champions League. Das ist das Ende von diesem Champions League-Spiel. Wir haben mit Leverkusen tatsächlich die Meisterschaft gewonnen. Jetzt fehlt nur noch die Bundesligameisterschaft. Ihr seht es hier, Sieger 15 zu 0. Ja gut, habe ich gesagt. Nee, auf jeden Fall, das war das. Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon wieder Auswechselspieler bin. Okay. Ich bin Europameisterschaft? Hö. Ah, perfekt. Ich bin anscheinend jetzt nur noch Dingens. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, gehen wir mal hier rüber jetzt. Zack, Europameisterschaft. Das heißt, das ist auch ein Spiel, wo wir jetzt nur wahrscheinlich Europameisterschaft spielen. Oder? Ja, keine Ahnung. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.